Ich begrüße euch ganz herzlich hier im Eurocity nach Prag in einem Szenario von meinem guten Freund Tom Fresco. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das Szenario ist ein bisschen älter und gibt es im Creators Club. Hier da hinten bahnt sich gerade noch eine 185 von MRCE an. Wir sind unterwegs heute in der ÜBB, eben in der ÜBB 1016, hier in dieser Lackierung des tschechischen Railjets in dieser Lackierung. Ausnahmsweise mal die Lok hier ausgeliehen. Und hinten dran haben wir Intercity-Wagen. Und ich würde sagen, wir steigen ein und fahren mal los. Einmal Fahrtrichtungswende nach vorne. Und die Türen müssen wir links freigeben. Das bedeutet also im Taurus immer, dass wir die Passagiertür jetzt auf rechts stellen müssen. Und manuell die Tür freigeben, damit die Türen links geöffnet werden. Ist halt so. Muss man wohl so akzeptieren. Ist aber auch nichts Neues. Dann einmal hier die Spitzensignale eingestellt. Parkbremse ist gelöst soweit. Batterieschalter ist an. Stromabnehmer ist schon der richtige oben. Dann einmal die PZB hier auf Betrieb. Ist auch schon an. LZB müssen wir gar nicht anmachen. Einmal die Lokbremse anlegen. Dann können wir hier einmal das Display auf dunkel schalten. Das hält ja keiner aus in dieser hellen Variante. So, Türen können wir mittlerweile schließen. Ups, schauen wir mal, ob das geklappt hat. Jawohl, Türen sind zu. Das heißt also, wir können jetzt einmal den Türwaldschalter erstmal auf 0 wieder stellen. Die Spitzensignale sind auf normal eingestellt. Einmal den hier noch auf an. Leselicht, ne, brauchen wir jetzt gerade zumindest nicht. Dann schauen wir noch einmal ganz kurz genau. Zugsammelschiene ist schon an. Dann schalten wir uns mal die AFB an. Einmal hier. Wo war sie? Hier. AFB. AFB. Und einmal die AFB auf. Ja, stellen wir sie erstmal auf 40 ein. Und lösen die Lokbremse. Und schalten langsam Leistung auf, wenn die Bremse jetzt gelöst ist. Ja, sehr schön. So, wir haben uns gelöst aus der Überwachung und verlassen Riesa in unserem wundervollen Taurus. Ja, diesmal stimmt es auch übrigens mit Taurus. Das ist ja ein Taurus. Auch das Repaint gibt es übrigens im Creators Club. Wir stellen mal die AFB hoch auf die 80, die wir jetzt schon fahren dürfen. Sehr schön. Kleine Zugbegegnung hier. Mit der 146. Und fahren 120. Wir haben heute keinen Zwischenhalt eingeplant. Wir fahren also an Dresden Neustadt vorbei. Und sollten in Pi mal Daumen, glaube ich, eine halbe Stunde ungefähr in Dresden Hauptbahnhof dann sein. Wir versuchen natürlich nicht zu trödeln. Der blaue Fahrtisch ist auf jeden Fall irgendeiner Mod geschuldet. Ich bin mir nicht mehr sicher, welcher. Oh,
auf jeden Fall ist das hier die MRCE-Variante des Taurus, die wir bekommen haben damals mit Hamburg-Lübeck. Das ist nicht die Rapid Transit-Variante und auch nicht die 182 aus diesem Dispo-Lok Loco Add-ons Bundle Nummer 1. Die wir übrigens noch nie, glaube ich, zusammen gefahren sind. Ist mir aufgefallen. Aber gut, es ist halt einfach dasselbe Fahrzeug hier. Oder das gleiche Fahrzeug in einer anderen Lackierung. Ansonsten gibt es da keine Unterschiede. Jetzt weil ich gerade die SIFA. Machen wir uns vielleicht die SIFA auch an. So, haben wir jetzt auch an. Geht mit Umschalten und Numpad Enter. Einmal hier vorbei am Taurus. Am Talent 2. Das Szenario ist ein bisschen älter. Das ist, glaube ich, schon seit 4 Monaten oder sowas im Creators Club verfügbar. Das heißt also, wir haben jetzt da nicht alles an Rollmaterial, was wir mit heutigem Stand mit PSV haben, dabei in diesem Szenario. Also uns wird jetzt keine 103 entgegenkommen oder auch keine 110, keine N-Wagen oder sowas. FIFA. Möglicherweise ein ICE-1. Ich glaube, das war noch vor TSW. Nee, das war, glaube ich, nach TSW-3 Release. Ja doch, definitiv. Also ein ICE-1, da haben wir noch gute Chancen drauf. Ansonsten wird das Szenario technisch, glaube ich, beziehungsweise vom Rollmaterial her halt eben nicht den aktuellsten Stand so abbilden, was wir theoretisch verfügbar haben. Aber auf jeden Fall wie immer schon viel KI-Verkehr verbaut. Jetzt kommt uns schon der dritte Zug entgegen. Sieht auch aus wie ein Taurus. Ja. Mit ein paar Baumstämmen. Also ein sehr kurzer Güterzug hier. Wir sind hier unterwegs mit unserem Intercity-Wagen. Können wir uns einmal ganz kurz angucken. Auch sehr schön. Lieben wir Intercity-Wagen. Die sind toll. Die sind ganz toll. Und ich finde sowieso, dass dem Taurus ja dieses Farbgewand aus hellblau und dunkelblau ja extremst gut steht, oder? Also das sieht schon sehr, sehr schön aus, diese Farbgebung. Ich finde ja so schon die Variante im Railjet ja schon sehr, sehr schön. Ne? Die ist auch schon, die hat auch schon was. Ja, dieses rot-graue, rot-grau-schwarz. Aber hier in diesem dunkelblau, hellblau-weiß, das ist. Ich finde den sogar nochmal, ehrlich gesagt, einen Ticken schöner als die ÖBB Railjet-Variante. Generell, der Railjet ist meiner Meinung nach einer der schönsten Züge, die es gibt. Ich würde sogar sagen, ich finde den Railjet schöner als den ICE. Aber das ist natürlich sehr stark Geschmackssache. Wobei so ein ICE-3, muss ich sagen, ist auch schon ein sehr, sehr schnittiger Zug. Aus der ganzen ICE-Reihe, so vom Äußerlichen her, definitiv der schönste Zug. Den ICE-4 finde ich persönlich ja sehr, sehr hässlich. Gerade das Frontdesign sieht ja mal gar nicht schön aus. Der Velaro D ist halt... Hallo, TSW? Was war das denn für ein Freeze? Der Velaro D ist ganz okay vom Design her. Ich finde, der hat mehr was vom ICE 4 als vom ICE 3. Von daher finde ich den auch nicht so schön. Also es geht mir jetzt nur ums Äußerliche, ne? Und ICE 1 und 2 sind halt so sehr oldschool und sehen halt nochmal komplett anders aus als jetzt die restlichen ICEs. Ich finde, die passen da gar nicht so sehr rein. Also ICE 3 definitiv am schönsten. Hallihallo, 6-12er. Doppeltraktion.
Aber Railjet doch nochmal ein Ticken hübscher vom Aussehen her. Und die Tatsache, dass es halt eben ein lokbespannter Zug ist, ein lokbespannter Fernverkehrszug, das ist natürlich unschlagbar. Finde ich persönlich ja immer besser als ein Triebzug. Bin ja ein großer Fan von lokbespannten Zügen, ehrlicherweise. Also, ne, da, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer sagen, ich hätte lieber einen lokbespannten Zug als einen Triebzug. Aber wie gesagt, das ist natürlich sehr Geschmackssache. Ihr könnt mir ja mal euer geschmackliches Urteil über die ICE-Reihe und den Railjet mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, wie ihr die so findet. Wir dürfen mittlerweile 130 fahren. Ich stelle mal die AFB auf 135, damit wir auch auf die 130 hochkommen. Und da ist eine Geschwindigkeitsherabsetzung. Allerdings für die nach rechts abzweigenden Gleise, das sind wir nicht. Wir fahren hier links weiter. Hier rechts ist, glaube ich, immer irgendwie so ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Magnet, der mich immer abschießt, wenn man hier jetzt die Gleise wechselt. Also da, es gibt so ein paar GPUs, die, da ist es für mich nahezu unmöglich, dort nicht abgeschossen zu werden. Und einer von denen liegt hier auf Dresden-Riesa. Und zwar bei dieser Einfädelung der Regionalstrecke. Und der andere Geschwindigkeitsprüfabschnitt ist auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr zwischen Essenau Bahnhof und Mülheim. Auch da. Jedes Mal. Jedes Mal. So, einmal hoch auf die 160. Dass wir mal eine Vorbeifahrt hinbekommen. Die Kamera ist halt natürlich nicht so schnell. Ja. Vielleicht hier so in der Kurve. Hier. Das war doch schön, oder? So, 30 Kilometer noch, bis wir in Dresden sind. Hier wird in die Strecke eingefädelt. Könnt ihr mal ganz kurz hier angucken, was genau das ist. Das ist dann praktisch hier die Strecke, die von hier aus kommt. Da sind wir auch schon mal lang gefahren auf dem Streckenabschnitt. Meine ich. So, das ist eine Ankündigung auf 120. Dann bremsen wir mal rein. Mal ordentlich die E-Bremse mit dazu. Lösen die Lokbremse und die
E-Bremse hinterher. Nicht die Lokbremse, die Zugbremse. AFB runter auf 120 und jetzt können wir wieder Leistung aufschalten. Ab hier gelten hier 120. Können natürlich hier ein Fenster aufmachen. Und hier auf dieser Seite auch. Können wir vielleicht mal offen lassen. Auch schön hier mit dieser Herbstvegetation, ne? Das ist doch immer wieder ganz herrlich. Sehr schön. Ein Intercity in Sandwich-Formation an uns vorbeigefahren. Mit 101er bespannt. Was mir immer am Taurus sehr gut gefällt, ist halt diese Anzeige hier, wie viel Prozent Leistung wir aufgeschaltet haben. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und dass wir halt zugleich trotzdem die Kilonewtonkraft-Anzeige haben. Und nicht pro Fahrmotor. Das finde ich irgendwie auch ganz nett. Können auch hier übrigens sehen, 15 kV aus der Oberleitung, die wir hier bekommen. Beziehungsweise die Uhren der Oberleitung fließen, 15 kV Spannung. Und der fließende Strom ist aktuell bei 100 Ampere. Wenn wir die Leistung erhöhen, dann geht das natürlich auch in die Höhe. Ich denke mal, wir sollten jetzt nicht über, sagen wir mal, 400 Ampere kommen. Hier sehen wir aktuell auch übrigens die Zugkraft, die aufgeschaltet ist. 15, 14, das geht jetzt natürlich runter durch die AFB, die regelt ab. Beziehungsweise die regelt runter. Was nicht animiert ist, das finde ich immer sehr schade, ist hier diese Anzeige, wie viele Kilowattstunden wir verbraucht haben und wie viel wir wieder zurück eingespeist haben ins Netz. Das wäre noch eine coole Funktion. Gibt es ja so im Train Simulator, ups, ein bisschen zu schnell, gibt es ja im Train Simulator. Das funktioniert da ja. Wäre es auch schön, wenn das natürlich im TSW klappen würde. Und was mir auffällt, wenigstens ist diese Teilnehmeranzahl hier mittlerweile richtig. Manchmal, oder früher stand ja bei dieser, beim Taurus hier, keine Ahnung, Teilnehmer 3 und dabei ist man nur eine einzige Lok. Shit. Hier eine Lok der ÖBB, Dienstgewicht 88 Tonnen, Taurus Wortmarker 230 km/h Schleppgeschwindigkeit, ÖBB 1016 246-6. Wir dürfen 140 fahren. Jetzt sehen wir auch übrigens hier die Stromanzeige, die in die Höhe gegangen ist. Interessanterweise ist die Kilonewtonanzeige nicht hochgegangen. Das hat doch gerade noch funktioniert. Und einmal hoch auf 160. Unsere Vmax hier auf der Strecke rein theoretisch
schafft der Zug insgesamt 200. Ne, unsere Lok, die kann 230 fahren. Steht auch da. Bisschen sehr hell. Und unsere Wagen schaffen 200. Ja, unterwegs sind wir im Eurocity. Eurocity 171 nach Prag. Normalerweise, glaube ich, bespannt mit Vectron-Loks, zumindest heutzutage. So, 130 sind angekündigt. Genau, also heute übernehmen Vectrons der CD, der tschechischen Staatsbahn, der Czech Drahi, die übernehmen den Dienst mit dem entsprechenden Rollmaterial. Das sind auch eigentlich keine Intercity-Wagen der DB, sondern eigens dafür verwendete und lackierte Wagen der tschechischen Bahn. Sind halt eben auch Intercity-Wagen bzw. Eurofima-Wagen, glaube ich. So. Das ist die Ankündigung auf 100 bei uns? Nee. Nee, doch nicht. Okay. Ich dachte, für uns waren 100 angekündigt. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber hier steht 160 im HUD. Sehe ich jetzt noch nicht. Okay, wir dürfen 160 fahren. Na gut. Ah, jetzt klappt es auch mit der Kilonewton-Anzeige hier. Ja, die SIFA. Sehr schön. 146 in einem schönen Repaint. Machen wir mal das Fenster wieder zu. Dann ist es nicht ganz so laut. Tja, ne? Ganz gemütlich hier. So, wir kommen jetzt auch schon der Dresdner Innenstadt ziemlich schnell näher, während wir hier an einer 143 vorbeifahren mit zwei Dostos, sind jetzt auch nur noch 7 Kilometer entfernt vom Hauptbahnhof. Das heißt also, wir sind im Grunde genommen schon in Dresden. Hat eine tolle Universität übrigens, die Dresdner Universität, die TU Dresden.
wen es interessiert, der kann mal in die germanistischen Vorlesungen von, in die linguistischen Vorlesungen von Alexander Lasch reinhören. Gibt es bei Spotify und YouTube. Auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, was Lehre und Forschung angeht. Die TU Dresden, auch wenn ich da leider persönlich noch nie war. So, ich nehme mal die Leistung raus und lass mal ein wenig rollen. Ich denke, wir sind sowieso ziemlich gut hier im Fahrplan. Hier auf jeden Fall sehr viel S-Bahn-Verkehr. So, das muss man natürlich bestätigen, weil das eine Ankündigung einer Geschwindigkeit unter 100 km/h ist. Dementsprechend müssen wir da einmal PZP wachsam drücken. So, da steht ein Talent 2. Und der ICE 3 saust auch an uns vorbei. So, AFP einmal runter auf 80 und Leistung können wir auch schon wieder aufschalten. Sind jetzt in der 1000 Hertz Beeinflussung, wobei der 1000 Hertz Leuchtmelder schon wieder aus ist. Aber die 85 blinken noch, dementsprechend können wir uns, ich wollte gerade sagen, uns befreien, aber das hat gerade die Lok von alleine auch gemacht. Und schon wieder eine S-Bahn. Meine Güte, ist hier viel los. Ist hier viel los. Aber das kennen wir auch so von den Szenarien von Tom. Ne? Das ist ja auch nichts Neues. Einmal hier durch diese Unterführung durch und jetzt brausen wir durch Dresden-Neustadt einmal durch. Da steht unter anderem ein 612er. Personen standen noch sehr nah am Bahnsteig. Wobei hier an diesem sehr, sehr schönen Stellwerk, ich finde, das ist ein sehr hübsches Gebäude. Und einmal jetzt hier am performance-schwierigsten Ort vorbei. Da rechts, da hier bei dieser Jeniste. Aber gleichzeitig am schönsten Ort vorbei. Herrlich. Ja, das ist so eine ehemalige Zigarren- oder Zigarettenfabrik oder sowas. Aufgebaut im orientalischen Stil. Sieht ein bisschen aus wie eine Moschee, ist aber keine. War auch nie eine. Und wir genießen hier den ganzen KI-Verkehr weiter. Talent 2 in Doppeltraktion. Eine S-Bahn. Und eine Ankündigung auf 60 km/h. Auch die müssen wir selbstverständlich bestätigen. Zugbeeinflussung. Haben wir und können eigentlich auch schon auslösen. Und lassen einfach mal ein bisschen rollen. Nochmal hier Vorsignalwiederholer wird bestätigt ebenfalls. Endlich auch mal ein Güterzug. Ja, sehr schön. Und auch diesen Vorsignalwiederholer bestätigen wir. Und ab hier gelten 60, dann befreien wir uns auch. Perfekt.
und halten die 60. Beziehungsweise wir lassen rollen, nehmen die Leistung komplett raus, denn wir sind jetzt auch in Dresden Hauptbahnhof, wo unsere Fahrt natürlich enden wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freut mich das natürlich sehr. Und wenn nicht, dann verstehe ich nicht, warum man bis zum Ende durchguckt. So, hier Dresdner Hauptbahnhof. Auch gut gefüllt. Da steht was rum an S-Bahnen und Regionalexpresszügen. Da ist noch ein 612er. Da ist noch eine S-Bahn. Also man kann sich da wirklich nicht beschweren über zu wenig KI-Verkehr oder so ähnlich. Einmal hier links rüber. Und wir lassen weiterhin einfach rollen. Wir müssen keine Leistung mehr aufschalten. Und sagen den Fahrgästen, dass sie hier in Dresden aussteigen können und die Möglichkeit haben, in den Regional- und Fernverkehr umzusteigen. Wenn es denn ihnen so beliebt. Und wenn nicht, dann können sie gerne weiterhin sitzen bleiben. Und im nicht vorhandenen Bordrestaurant die eine oder andere Brezel schnabulieren. So, halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Das bestätigen wir natürlich. Zugbeeinflussung. Und halten dann bündig hier am Signal. Ich glaube, wir sind eh schon. Ja, mit dem ganzen Zug am Signal, am Bahnsteig. Daher brauchen wir gar nicht so weit vorzurücken. So. Dann geben wir die Türen noch auf der linken Seite frei. Das heißt also, den Schalter nach rechts gedreht und die Fahrgasttüren öffnen. Und mit diesem Bild hier im Hintergrund die wunderschöne Kuppel des Dresdner Hauptbahnhofs. Ein herrliches Bild. Und mit diesem verlasse ich euch und bedanke mich gleichzeitig fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.